Fange ich an. Gut. Dann herzlich willkommen bei unserem heutigen Webinar vom Global Progressive Forum. Das Global Progressive Forum ist eine Plattform der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament, gemeinsam mit der PS, aber gemeinsam auch mit NGOs, Gewerkschaften, Jugendorganisationen, Leute aus dem akademischen Bereich, weit über quasi politische Grenzen hinaus und auch nicht nur auf Europa, sondern, wie der Name schon sagt, versucht weltweit Allianzen zu schmieden und Diskussionen auch zu führen, um politische Vorschläge auch voranzubringen. Im November wird ein großes Global Progressive Forum stattfinden, hauptsächlich in Brüssel, aber auch an anderen Orten, auch mit großer amerikanischer Beteiligung. Aber davor gibt es schon eine Vielzahl von Diskussionen und heute ist es eben das Thema globale Lieferketten, ein Thema, das mit Covid besonders stark in den Mittelpunkt gerückt ist, aber in Wahrheit seit Rana Plaza und davor ein ganz brennendes, heißes Thema ist, weil es hier um viele Fragen geht, nicht nur der Ethik und der Menschlichkeit, sondern natürlich auch, wie ist unser Kapitalismus global organisiert, wo bleiben Menschenrechte, Umweltrechte und alle diese Fragen und wieso bleiben die sehr oft auch auf der Strecke und was kann man gerade als Europäische Union, aber auch weltweit dagegen tun oder damit umgehen. Und wir haben eine gute, super Moderatorin, nämlich die Chefredakteurin von Kontrast.at. Das ist ein kritischer Blog im Internet, die Patricia Huber. Und an die übergebe ich jetzt. Nach eineinhalb Jahren Corona habe ich jetzt noch immer den Mikrofehler. I'm sorry. Hallo, herzlich willkommen. Ich stelle euch jetzt mal die Diskutanten und Diskutantinnen vor. Also die Elke Schüssler ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Vorstände des Instituts für Organisation an der Johannes Kepler Universität und beschäftigt sich mit globalen Lieferketten und den Umwelt- und Arbeitsstandards dort und vor allem mit den Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Timo Wölken ist Abgeordneter im Europaparlament aus Deutschland und der rechtspolitische Sprecher der S&E-Fraktion. Und er arbeitet im EU-Rechtsausschuss und in der EU an einem europäischen Lieferkettengesetz. Und die Julia Herr ist in Österreich Abgeordnete für die SPÖ und die Klimasprecherin der SPÖ und engagiert sich in Österreich für ein Lieferkettengesetz und wird erzählen, was es da für Initiativen gibt, aber auch für Widerstände. Ja, dann, also die erste Frage geht an Elke Schüssler, weil, wie der Andreas schon gesagt hat, das Thema gibt es ja schon sehr lange und immer wieder gibt es dann Katastrophen und da fokussiert sich die Aufmerksamkeit. Und wahrscheinlich, wenn man Leute fragt, dann sagt eine ganz große Mehrheit, sie wollen nicht, dass die Produkte, die sie kaufen, dass da Kinderarbeit oder Umweltzerstörung drinnen hängt. Trotzdem hat sich da in den letzten Jahrzehnten sehr wenig getan. Das Lieferkettengesetz ist jetzt eine neue Initiative, auch um die Verantwortung wieder ein bisschen weg von den Konsumenten Richtung Produzenten zu schieben. Was ist da jetzt anders als bei anderen Initiativen, die es schon gab? Ja, ich hätte ein paar Slides zum Teilen auch, aber ich glaube, das ist gar nicht freigegeben. Soll ich jetzt einfach so drauf losreden? Hallo? Ich habe keine Moderatorenrechte. Ja, okay. Gut, ich kann es leider nicht beeinflussen. Wer immer die hat, das wäre fein, wenn man das freigeben könnte. Aber vielleicht fangen Sie mal die Marie. Ja, ich fange einfach mal an. Genau, ich sehe hier keine Freigabe, ist nicht freigeschaltet. Ja, also ich habe von 2016 bis 2019 eine große internationale Studie geleitet, die sich mit der Frage beschäftigt hat, was in den globalen Bekleidungslieferketten seit dem Rana Plaza-Unglück, das ist vielleicht noch bei den meisten präsent, also dieser katastrophale Fabrikeinsturz des Rana Plaza-Gebäudes in Dhaka in Bangladesch 2013.
Und wir haben untersucht, was sich da geändert hat. Es war klar, dass durch dieses Ereignis verschiedenste Policy-Prozesse in Gang gesetzt wurden, sowohl auf Ebene der Unternehmen als auch natürlich auf nationalstaatlicher und auf transnationaler Ebene. Und das haben wir eben in einer vergleichenden, umfassenden Studie uns angeschaut. Und wir haben dabei die sogenannten Leitunternehmen aus 4 Ländern betrachtet, aus Deutschland, Schweden, Großbritannien und Australien, haben dann eine sehr umfassende Befragung durchgeführt in Bezug auf die Supply Chain-Praktiken, Einkaufspraktiken, CSR-Standards und so weiter, haben in diesen Ländern auch die Politikprozesse verfolgt und hatten auch 2 Teams in Bangladesch vor Ort, die eine systematische, großzahlige Befragung von Fabriken und auch von 1500 Näherinnen direkt durchgeführt haben. Und in Summe, vielleicht um es kurz zu machen, kam heraus, dass sich natürlich schon einiges getan hat. Also ich gehe es vielleicht mal so ebenenweise durch, auf der Ebene der Leitunternehmen hat es schon so einen gewissen Leveling-Effekt gegeben, dass eben die schwarzen Schafe sozusagen, die bisher noch gar nicht systematisch ihre Lieferketten im Hinblick auf Arbeitsstandards untersucht haben, dass die doch in strengere Auditierungsprozesse reingegangen sind, dass sie teilweise ihre Lieferketten konsolidiert haben, dass sie teilweise auch dann längere Lieferantenbeziehungen aufgebaut haben, damit sie dann eben ein besseres Gefühl für ihre Lieferanten bekommen können und so weiter. Auf transnationaler Ebene war natürlich... Vielleicht darf ich da mal nur kurz eine Zwischenfrage stellen, weil so Lieferketten ist vielleicht auch gar nicht so ein geläufiger Begriff, weil es funktioniert eben nicht so, dass jetzt zum Beispiel H&M oder Zara oder Mango hat dann nicht dort eine Fabrik, wo H&M oder Zara oder Mango draufsteht, sondern das funktioniert anders. Vielleicht kannst du das kurz beschreiben, wie das, ja. Ja, genau. Also diese Lieferketten sind natürlich wahnsinnig komplex und verzweigt. Es ist auch häufig so, dass jetzt ein Leitunternehmen gar nicht direkt bei einer Fabrik einkauft, sondern dass da eben noch Zwischenhändler eingeschaltet sind oder Beschaffungsagenturen oder Ähnliches. Und dann ist es eben häufig so oder eigentlich immer so, dass in Fabriken, in Bangladesch gibt es mittlerweile sehr große Export, dezidiert für den Export, auch den Export in den Westen aufgebaute Fabriken, dass da eigentlich fast alle größeren westlichen Einkäufer in der gleichen Fabrik einkaufen. Also insofern sind diese Probleme immer auch zu einem gewissen Grad kollektive Handlungsprobleme, weil wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich würde eigentlich gern höhere Einkaufspreise zahlen, die dann höhere Löhne ermöglichen und der andere sagt das nicht, dann ist es auch wieder ein Problem für den Fabrikmanager, dann wirklich systematisch auch höhere Löhne zu zahlen beispielsweise. Und so aufgrund dieser Verzweigung und aufgrund dieser kollektiven Handlungsproblematik ist es eben bislang immer so gewesen, dass es sich eher nach unten angenähert haben, die Standards. Also der schlechteste Standard gewinnt sozusagen, weil ja auch die Unternehmen in einem ganz knallharten Wettbewerb einfach miteinander stehen. Ganz wichtig war deshalb, waren diese transnationalen Initiativen besonders wichtig, dass das Brandschutzabkommen in Bangladesch, also das ist vielleicht auch bekannt, das war dann ein kollektiver Vertrag tatsächlich, den über 200 Unternehmen unterzeichnet haben, gemeinsam mit 2 globalen Gewerkschaftsföderationen. Also dadurch gab es eben 2 Parteien, die wirklich ein Vertragswerk unterzeichnet haben, wo sie sich dazu committed haben, letztlich einen Prozess, der die Gebäudesanierung in Bangladesch unterstützt, aufzusetzen. Ich will da jetzt gar nicht in die Details gehen, aber das war eben erstmalig eine Initiative, die wirklich diese kollektive Thematik anerkannt hat, weil klar war, okay, aufgrund der Struktur dieser Lieferketten kann jetzt auch nicht ein Unternehmen anfangen, seine Lieferanten zu sanieren, sondern alle sind irgendwie bei allen Lieferanten und insofern müsste das kollektiv angegangen werden. Und was unsere Untersuchung gezeigt hat, wie auch einige andere, es gab eine Vielzahl auch an anderen Initiativen, aber der Accord, sagt man auf Englisch, war durchaus wirkmächtig, aber natürlich nur in Bezug auf das, was es auch eigentlich erreichen sollte, nämlich die
die Herstellung der Gebäudesicherheit. Also für dieses Thema war das durchaus gut. Die Fabriken sind sicherer geworden. Es gab so ein paar Spillover-Effekte in andere Bereiche rein, dadurch, dass es Zusagen gab, Lieferanten auch dann über die 5 Jahre, wo das erstmal aufgesetzt war, nicht zu verlassen wurden. Verträge stetiger, wodurch wurden die Arbeitsplätze sicherer. Es wurden auch Arbeitnehmerinnenvertretungen, sogenannte Worker Participation Committees, viel systematischer eingerichtet als vorher. Also es gab auch so Spillover-Effekte in andere Bereiche der Arbeitsstandards hinein. Der Akkord ist jetzt aber mehr oder weniger abgewickelt, also in lokale Hände übergeben und dadurch auch sehr abgeschwächt worden. Und was sich jetzt ja in der Corona-Krise zeigt, ist, dass sich letztlich systematisch an der Struktur von den globalen Lieferketten eben nichts geändert hat. Also die Einkäufer konnten einfach ihre Verträge stornieren. Und am Ende das schwächste Glied in der Kette waren eben wieder die Arbeiterinnen, die dann einfach mitten in die Krise hinein ihre Jobs oder ihre Bezahlung verloren haben, ohne jegliche Absicherung. Und all das zeigt letztlich, das ist auch das Feedback, was wir von den Unternehmen oder was wir von den Unternehmen immer wieder gehört haben, dass es im Bereich dieser freiwilligen Regulierung einfach Grenzen gibt, die nicht dazu führen, dass sich systematisch etwas an der Situation der Arbeitnehmerinnen ändert, weshalb die Lieferkettengesetzgebung auch zumindest von den Unternehmen, die das sehr ernst nehmen, sehr stark befürwortet wird. Weil die Idee ist, naja, wenn dann endlich mal die gleichen Anforderungen für alle gelten, dann sind vielleicht mehr Unternehmen bereit, auch in solche kollektiven Prozesse reinzugehen und wirklich gemeinsam etwas für bessere Standards, auch höhere Löhne beispielsweise, da gibt es auch eine spannende Initiative zu tun. Also vielleicht mal so viel als Einstieg. Ich habe natürlich sehr viel mehr Details, die ich dann noch aus der Studie berichten kann. Ja, vielen Dank. Vielleicht können wir da mal ein bisschen konkreter darauf eingehen, was die notwendigen Standards da sind oder was sich da konkret verbessern würde. Ich würde jetzt an den Timo Wölken die Frage stellen, weil es ist ja ganz oft in Ländern, wenn es Gesetze gibt, die Macht von Konzernen beschränken, dann heißt es immer, ja, man kann das nicht in einem Land machen, das muss in Europa passieren. Und das ist dann meistens irgendwie ein Totschlagargument. Aber jetzt gibt es ja tatsächlich eine europäische Initiative und es wird bald ein Vorschlag kommen für ein Lieferketten- oder Konzernverantwortungsgesetz. Kannst du über den Prozess mal etwas sagen, was uns da erwartet und was da die Chancen sind? Ja, sehr gerne. Also zunächst mal muss man sagen, dass das wirklich ein Erfolg gerade für unsere sozialdemokratische Verhandlungsführerin im Rechtsausschuss war, die Lara Wolters aus den Niederlanden, die da wirklich mit ihrem Team sehr viel Energie und Zeit investiert hat und es am Ende geschafft hat, die progressiven Fraktionen zusammenzubringen und am Ende tatsächlich auch die EVP überzeugen konnte, mit dabei zu sein. Das ist ja so ein bisschen die große Herausforderung hier im Europäischen Parlament. Wir müssen mit wechselnden Mehrheiten arbeiten und dann Unterstützung suchen. Und ich glaube, dass dieser Initiativbericht, mit dem wir unsere Forderungen an die Europäische Kommission aufgestellt und formuliert haben, wirklich aus verschiedenen Gründen und insbesondere aus 4 Gründen meiner Meinung nach wirklich bemerkenswert ist und auch ein klares Signal an die Europäische Kommission setzt, dafür zu sorgen, dass unsere Forderungen dann auch in dem Vorschlag der Kommission zum konkreten Gesetz enthalten sind. Ich will vielleicht ein paar Dinge, die Frau Schüssler jetzt auch gerade schon gesagt hat, aufgreifen. Zum einen ist es der Anwendungsbereich, der den Initiativbericht des Parlaments zum Lieferkettengesetz wirklich einzigartig macht, weil die Verantwortung entlang der kompletten Lieferkette gelten soll. Also auch sozusagen die Problematik der Zwischenhändlerinnen mit umfasst. Es soll gelten für alle Unternehmen, die im europäischen Binnenmarkt tätig sind. Also nicht nur für Unternehmen, die ihren Sitz in der Europäischen Union haben, soweit sie entweder börsennotiert sind oder ein hohes Risiko in ihrem Bereich für Menschenrechtsverletzungen existiert oder sie ein großes Unternehmen sind, also vermutlich mehr als 250 Angestellte haben. Und das ist insofern ein großer Erfolg, weil die Europäische Volkspartei, die Konservativen, sehr lange auf dem Standpunkt standen, dass Unternehmen unter 5.000 Beschäftigten grundsätzlich nicht erfasst sein sollen.
Da muss man aber noch mal ganz deutlich machen, das Risiko für Menschenrechtsverletzungen geht ja nicht einher nur mit der Größe des Unternehmens. Auch ein sehr kleines Unternehmen, das zum Beispiel sich im Diamantenhandel befasst, kann für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sein. Und deswegen ist es gut, dass wir diese verschiedenen Kriterien reinbekommen haben. Wichtig ist auch, dass wir viele Schäden abdecken. Die Kommission erarbeitet jetzt oder soll nach unserem Vorschlag eine Liste mit Schadenskategorien erarbeiten. Und die EVP wollte, dass wir explizit definieren, wofür Unternehmen nicht haftbar sind. Und insofern glaube ich, dass wir auch hier mit diesem Ansatz einen Erfolg haben. Und einen wichtigen Punkt, gerade auch für Gewerkschaften, ist die Verpflichtung zur Konsultation von Stakeholdern in den Ländern, wo produziert wird. Der Kompromiss sieht vor, dass zielführende, ich muss es vorlesen, weil es wichtig ist und lange drum diskutiert wurde, zielführende, sinnvolle und sachkundige Gespräche mit einschlägigen InteressenvertreterInnen geführt werden. Das bedeutet, auch Gewerkschaften müssen bei der Ausarbeitung der Strategien zur Vermeidung von Risiken involviert werden. Da haben wir lange für gekämpft, das wollten die Konservativen überhaupt nicht. Und wir wollen auch, dass es Beschwerdemechanismen in den Unternehmen gibt, wenn ArbeitnehmerInnen sozusagen feststellen, dass es zu Rechtsverletzungen kommt. Jetzt der letzte Punkt, der ist die Haftung. Es ist erstmals überhaupt, dass eine generelle zivilrechtliche Haftung durch die Volkspartei, also durch die Konservativen für Unternehmen anerkannt wird. Wir haben es geschafft, eine Beweislastumkehr zu fordern. Die Unternehmen müssen also nachweisen, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind und der Schaden dennoch eingetreten ist. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und wir haben tatsächlich auch hinbekommen, dass Fristen, also Verjährungsfristen, verhältnismäßig sein sollen, damit es eine Chance gibt, Schadensersatzsprüche sozusagen auch durchzusetzen. Ich kann dazu jetzt noch viel mehr Details sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ist oder ob ich das später machen soll. Aber vielleicht noch mal ein Wort dazu jetzt eher, wie es weitergeht, weil das noch mal eine spannende Frage ist. Bisher war Didi Reinders federführend dafür zuständig. Und Didi Reinders war sehr motiviert, an dem Gesetz zu arbeiten, sage ich mal. Und jetzt ist es durch starken Druck der Unternehmen dazu gekommen, dass der Kommissar Breton, der für Wirtschaft zuständig ist, jetzt auch noch seine Finger bei diesem Vorschlag mit im Spiel hat. Und das lässt natürlich, vermuten, dass es zu einer Verwässerung der Vorschläge kommen soll. Und aus diesem Grund haben verschiedene Mitglieder des Europäischen Parlaments, aber auch unsere Fraktionsvorsitzende Iratxe und die anderen Fraktionsvorsitzenden einen Brief an die Kommission geschrieben oder zwei Briefe an die Kommission geschrieben, dass wir nochmal deutlich darauf hinweisen, dass wir im Parlament ganz bewusst sagen, dass alle Unternehmen einbezogen werden sollen, dass wir die gesamte Lieferkette erfasst haben wollen und dass wir auch effektive Haftungsregeln haben wollen. Also wir haben ein ganz klares Signal nochmal an die Kommission gesetzt, dass sie hier nicht sozusagen mit dem Europäischen Parlament spielen soll. Dann gebe ich jetzt gleich die Frage an die Julia Herr weiter, die über die österreichische Situation was zu berichten weiß. Also einerseits unterstützt die österreichische Regierung die europäische Initiative. Weiß man da etwas? Und wie haben die Regierungsparteien auf deinen Antrag im Parlament reagiert? Ja, ich hoffe, ihr hört es mich gut. Danke für die Frage. Hallo an alle. Die Kamera steht hier unten, aber der Bildschirm ist hier oben, wo ich euch sehe. Deshalb bitte nicht wundern, wenn ich hier so nach oben schaue, aber ihr seid ja mein Gegenüber. Genau, also wir haben im österreichischen Nationalrat einen Antrag eingebracht, um auch hier ein nationales Lieferkettengesetz zu diskutieren. Natürlich setzen wir uns auch für ein europäisches Lieferkettengesetz ein, aber erstens ist ja noch unklar, in welcher Form das kommt, beziehungsweise wir haben es schon gehört, das wird natürlich ein Kompromiss werden, ein Kompromiss sein müssen, wenn wir ihn durchsetzen wollen. Und dahingehend ist es ja auch nur positiv, wenn nationalstaatliche Lösungen weitergehen. Und ich denke, da gibt es viele Diskussionen. Wir führen sie in Österreich. Ich will aber auch kurz die Schweiz erwähnen, wo es eine Abstimmung gab, wo mehr als 50% der Leute, die mitgemacht haben, für die Konzernverantwortung gestimmt haben. Aber jetzt auch
Deutschland ja selbst mit der Initiative oder auch Frankreich, wo es das Gesetz schon gibt. Das heißt, je mehr wir hier quasi auch Druck in den Nationalstaaten erzeugen, desto, denke ich, leichter wird ja auch die europäische Lösung umzusetzen. Und deshalb braucht es beides. Der Antrag ist jetzt einmal abgelehnt, also vertagt worden sozusagen, mit ganz vielen schönen Worten. Wir werden dranbleiben, wir werden ihn nochmals einbringen. Klar ist, die österreichische Bundesregierung, das haben wir auch durch parlamentarische Anfragen abgefragt, gibt sich wohlwollend einer europäischen Lösung gegenüber, sagt ja, gibt sich da auch abwartend, man will da auch schauen, auf EU-Ebene eben zu einer Lösung zu kommen, sagt aber zu einem nationalen Gesetz nichts. Das heißt, da wird es auch noch ganz viel Druck brauchen, hoffentlich in ganz vielen Ländern gleichzeitig, sodass wir hier mal etwas weiterbringen. Und vielleicht kann ich noch einen Punkt ergänzen, weil ich das Thema eben als Klimaschutzsprecherin angegangen bin und das auch ganz wichtig finde, dass wir uns nicht da oft auf irgendwelche Zahlen versteifen. Jetzt geht es ganz oft um konkrete CO2-Zahlen, die wir reduzieren müssen. Aber da muss man sich schon die Frage stellen, wie sehr macht das Sinn, die Klimakrise nationalstaatlich zu bekämpfen und wie sehr lässt sich das auch trennen? Also wenn wir dann in China die hohen CO2-Emissionen sehen, wo klar ist, dass die entstehen auch, weil produziert wird ohne Umweltauflagen, weil dort umweltschädlich produziert wird, und wir aber dann in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer die Produkte ja kaufen, die dort auch für uns produziert werden, dann erkennen wir schon, naja, wir können hier nicht entlang von Grenzen denken. Es braucht die CO2-Reduktion global, es braucht den Umweltschutz global, es braucht den Naturschutz global, und dafür brauchen wir endlich diese Instrumente, also um nur diesen Punkt auch mit hineinzubringen. Ganz oft in der Debatte sprechen wir auch in einer neoliberalen Umweltschutzdebatte über den Konsum und was da der Einzelne oder die Einzelne anders tun kann, anders kaufen kann. Das ist ja zu spät. Beim Konsum wurde das Produkt schon erzeugt, wir müssen davor ansetzen. Mhm. Im Sinne des Klimaschutzes, aber eben auch im Sinne der arbeitenden Menschen, die ausgebeutet werden ganz oft im Zuge dieser Produkterstellung. So noch ein kurzer Punkt dazu. Danke dir. Es gibt jetzt die ersten Fragen von Zusehern und Zuseherinnen. Die erste Frage ist, spielt ein bisschen auf dieses Dilemma an, dass man sagt, einerseits wollen die Konsumentinnen halt billige Produkte hier haben und der Handel will halt billige Produkte auf den Markt bringen, und steht das dann nicht in einem Widerspruch zu dieser starken Thematisierung, dass halt dort die Arbeit besser bezahlt werden soll, die Arbeitsbedingungen besser sein sollen, aber auch die Umweltstandards höher. Also vielleicht können Sie ja darauf einmal eingehen, wie sich das auf die Preise in Europa auswirken würde. Elke Schüssler würde ich jetzt die Frage mal geben. Ja, gerne. Also ich finde es grundsätzlich immer problematisch, da die Konsumentinnen vorzuschieben, dass es ja beim Klima, bei den Klimathemen auch immer das Gleiche. Ich finde, man muss da schon schauen, warum wollen die denn jetzt billige Kleidung oder warum wollen die für 28 Euro nach Mallorca fliegen? Naja, weil es ihnen halt irgendwann auch mal so angeboten wurde. Also auch der Handel. Ich habe die Geschichte, den Niedergang der deutschen Bekleidungsindustrie untersucht in meiner Doktorarbeit. Auch die Industrie wollte das eigentlich nicht. Die sind da selbst getrieben. Ne? Irgendwann kam dann halt mal ein großes Handelsunternehmen und hat begonnen, die Sachen billig in Asien zu kaufen und hat damit die Preise immer weiter gedrückt. Und so ist dann diese Dynamik. Natürlich ist es immer schwierig. Ich meine, manche Unternehmen sagen auch, sie hätten gern einen Mindestpreis für ein T-Shirt oder einen Mindestpreis für eine Jeans. Dann hätte man diesen Unterbietungswettlauf nicht. Sowas ist natürlich schwierig zu regulieren. Aber ich denke, ja, natürlich müssen die Preise steigen, weil eben auch die Einkaufspreise, die gezahlt werden an die Unternehmen, und das hat unsere Untersuchung in Bangladesch ganz eindeutig ergeben, die sinken immer weiter. Also auf der einen Seite steigen die Anforderungen nach mehr Compliance, nach mehr Auditierung, das ist ja auch alles Aufwand, und auf der anderen Seite sinken aber die Einkaufspreise weiterhin, immer noch, und irgendjemand muss dafür bezahlen, und bezahlen tun dann halt am Ende die Arbeiterinnen nach wie vor. Und insofern ist das schon wichtig. Auch hier haben wir natürlich wieder so ein kollektives Problem. Wenn die Standards für alle, und deshalb ist es eben wichtig, dass das Gesetz auch für möglichst viele Unternehmen gilt,
nur börsennotiert bringt zum Beispiel in der Bekleidungsbranche gar nichts, weil es da einfach ganz viele private Unternehmen gibt in Deutschland. Wenn diese Standards für alle steigen, dann müssen irgendwann auch die Preise ansteigen. Und es geht nur mit einem Anstieg von Preisen, dass am Ende faire Löhne gezahlt werden. Der Konsument, die Konsumentin hat damit wenig zu tun. Und für die ist es am Ende trotzdem ja auch nicht so ein immenser Anstieg. Das sind ja die... Wenn man diese Kalkulation sich anschaut, da geht es immer um die 10. Nachkommastelle schon. Also so sagen uns das die Unternehmen, die dann halt in der Masse den Wettbewerbsvorteil macht in diesem umkämpften Markt. Und so viel ist das am Ende gar nicht, was an die Konsumentin dann weitergegeben wird. Die Julia Herr hat sich jetzt auch dazu gemeldet. Ja, na, es ist jetzt zum Schluss das Argument gekommen, weil es mir wichtig ist zu betonen, es gibt ja Berechnungen, was wird das zum Beispiel bei Schokolade ändern? Ich glaube, Greenpeace hat das einen Vorschlag errechnet, wenn wir sagen, in der Schokolade steckt keine Kinderarbeit mehr und man schaut, dass die Arbeitsbedingungen, dass es da zumindest Schutzbekleidung und so weiter gibt, das Notwendigste, was wir uns überhaupt gar nicht vorstellen können, dass es so etwas nicht gibt. Und da wäre der Preis bei einer Tafel Schokolade dann im Centbereich teurer. Also das wären dann 3 oder 4 Cent, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber nur, dass man das auch nochmal auch anspricht, was dann der Unterschied wäre. Gleichzeitig, was wir aber gewinnen würden, wäre ja ganz viel. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der sagt, nein, ich will Schokolade, wo Kinderarbeit drin steckt. Ich will ein Rindfleisch, wofür der Regenwald abgerodet wurde. Oder ich will überhaupt Produkte mit einer CO2-Belastung, dass man nur so schauen kann. Das heißt, der Gewinn ist ja immer viel stärker als das, was tatsächlich der Preis ist. Und wenn wir uns dann anschauen, bei so einem Produkt, wie viel die Produktion kostet und wo die Gewinne hinfließen, dann sehen wir ja schon, dass es einfach eine absurd kranke Verteilung gibt. Also die arbeitenden Menschen vor Ort, die bekommen 1-2% von diesem ganzen Gewinn. Wenn wir uns dann aber auch anschauen, wie viel fließt oft in Marken, wie viel fließt in Werbung nach außen und so weiter. Also dann könnte man ja auch viele Punkte von dem Gewinn, der erwirtschaftet wird, anders verteilen. Da würde es für die Konsumenten, Konsumentinnen vielleicht gar noch nicht teurer werden. Es wird nur ja, der Gewinn anders verteilt werden. Und das wäre ja ein Punkt, den wir auch immer mit berücksichtigen müssen. Absolut, ja. Ich gebe jetzt dann eine Frage ins Europa-Studio zu Andreas Schieder und Timo Wölke. Die kommt von Andrea Baumann und sie sagt, ja, das klingt alles gut und schön, aber es ist ja nicht einmal innerhalb der EU gibt es gleiche Standards oder eine Angleichung von Löhnen. Und auch innerhalb der EU wird halt Lohnungleichheit, ungleiche Arbeitsstandards ausgenutzt von multinationalen Konzernen. Ich gebe euch diese Frage mal weiter. Also wie soll das dann international oder global überhaupt möglich sein? Ja. Naja, also auch europäisch arbeiten wir ja schon daran, dass wir zumindest über einen Rahmen für den Mindestlohn zum Beispiel eine europäische Untergrenze für Bezahlung bekommen. Es wird dann nicht überall 12 € sein, sondern angepasst sein. Aber wichtig zu betonen ist, dass die Verantwortung der Lieferkette einmal in Europa gilt, also auch in Europa dürfen keine Menschenrechte entlang der Lieferkette verletzt werden, aber eben mit diesem Gesetz erstmalig das geschafft wird, was bisher ignoriert wird, dass Menschenrechte eben auch über die Grenze der Europäischen Union gelten. Und das ist etwas, was, glaube ich, häufig noch zu kurz kommt, dass wir bei dem Konsum uns keine Gedanken machen. Aber auch bei dieser Antwort finde ich nochmal, müssen wir auch nochmal auf die vorherige Frage sozusagen blicken, weil da glaube ich schon zwei Lösungen drin sind. Einerseits, es dürfen nicht am Ende die Konsumentinnen und Konsumenten sein, die am Ende die Verantwortung übernehmen, sondern es müssen die Unternehmen sein. Und die Unternehmensverantwortung gilt sowohl innerhalb der Grenze in der Europäischen Union als auch darüber hinaus. Und wir wissen, dass Unternehmen, die sich mit ihren Lieferketten auseinandersetzen, die dazu gezwungen werden, das zu tun, tatsächlich am Ende des Tages auch Verschwendung entdecken und entdecken, wo vielleicht Dinge aus dem Ruder laufen. Und insofern sind Lieferkettenverpflichtungen auch für Unternehmen durchaus hilfreich. Es geht tatsächlich um grundlegende Standards, um die grundlegende Anerkennung von Rechten von Menschen, die wir innerhalb der Europäischen Union haben. Die sind nicht überall optimal und sind auch nicht überall gleich, deswegen braucht es uns hier noch.
aber sie sind immerhin so grundlegend, dass wir doch in fast allen Bereichen sagen können, Menschenrechte in der Europäischen Union sind garantiert. Das, und den letzten Punkt, den ich jetzt machen will, und genau das müssen wir eben auch weltweit sicherstellen. Vielleicht, wenn ich auch kurz da einhaken will, weil das grundsätzliche Problem an der Sache ist, dass hier Menschenrechte nicht nur missachtet werden, sondern eine moderne Form der Sklaverei, der extremen Ausbeutung ist. Und eigentlich auch zu der vorherigen Frage, es ist das Leben in Europa durch die Abschaffung der Leibeigenschaft nicht schlechter geworden, sondern in Summe für alle besser, auch für die Konsumentinnen und Konsumenten. Das Gleiche gilt auch für die Abschaffung der Sklaverei in Europa, in den USA. Also daher sollten wir auch quasi global nicht wegschauen, sondern ganz im Gegenteil auf solche modernen Formen der Ausbeutung und Sklaverei nicht nur hinschauen, sondern Antworten geben. Und das Zweite ist, dass wir in dieser modernen Betriebswirtschaftswelt, wo nicht ein Unternehmen quasi vom Anfang bis zum Ende verantwortlich zeigt, sondern das so zerstückelt wird, dass man damit ja nicht nur die Produktionskette und die Effizienzrechnungen zerstückelt, sondern auch die Verantwortung über Vorgehensweisen, sprich über Ausbeutung, Umweltverschmutzung und alle diese Dinge. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass quasi die Konzerne dann sagen, ich bin eh nicht verantwortlich, weil ich habe nur dort gekauft und die haben mir eh versprochen, dass alles super ist und so die Verantwortung am Schluss hängen bleibt bei denen, die Opfer sind. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig. Und der zweite wichtige Punkt bei dem europäischen Gesetz, das, wenn es kommt, ist, es beschränkt sich nicht nur auf Textilindustrie, sondern auf alle Bereiche. Also wir dürfen ja nicht vergessen, weil auch zuerst diese Preisfrage gestellt worden ist. Das klingt ja so, als wäre die Billig-Modebranche schuld an der Ausbeutung. Nein, weil es ist auch so, auch teure Mode wird genauso ausbeuterisch erzeugt. Gold, ein sehr teures Produkt, wird ausbeuterisch durch Sklavenarbeit erzeugt. Viele Zusatzstoffe in den Handys werden durch Ausbeutung erzeugt. Schokolade hat, also viele landwirtschaftliche Produkte ebenfalls. Das heißt, es ist nicht eindimensional, sondern in vielerlei Hinsicht zu sehen. Und der Timo hat eh schon gesagt, wir brauchen darüber hinaus auch in Europa einheitlichere Lohnstandards und Arbeitsrechtsstandards. Ja, ich würde da auch gerne noch mal mit einspringen, wenn es okay ist, Frau Huber. Ja. Auf jeden Fall, ja. Gut. Also das, was uns bei unserer Untersuchung auch immer wieder entgegengeschlagen ist, ist so diese Idee, man muss bestimmte Dinge aus dem Wettbewerb rausnehmen. Also sowas wie existenzsichernde Löhne oder eben menschenrechtliche Mindeststandards. Also das kann eben nicht sein, dass Wettbewerb auf Kosten von menschenrechtlichen Standards oder auf Kosten von Löhnen stattfindet. Und das ist eben, was ich vorher schon sagte, das ist ein kollektives Handlungsproblem. Und das ist genau der Punkt, warum diese freiwilligen Selbstverpflichtungsansätze einfach nicht besonders weit führen, weil einem Unternehmen alleine da auch Grenzen gesetzt sind. Und im Bereich der Löhne gibt es ja auf nationalstaatlicher Ebene ein Instrument, das sind die Kollektivverhandlungen. Und die machen ja nichts anderes als das. Die nehmen die Löhne raus aus dem Wettbewerb, um damit halt einen gewissen Mindeststandard sicherzustellen. Und da gibt es natürlich auch Versuche, mit all den Problemen, die es gibt, sowas auf europäischer Ebene schon zu führen. Und es gibt eine Initiative in der Bekleidungsindustrie, die diese Idee für diesen Sektor umsetzen möchte. Also das ist die ACT-Initiative, die hat genau diese Idee, dass sie sagt, eigentlich was wir brauchen, sind branchenweite Kollektivverhandlungen, wo wieder die globalen Gewerkschaftsföderationen mit eingebunden sind, wie bei diesem Bangladesch Accord, wo sich die Unternehmen verpflichten, kollektiv einfach nicht unter einen bestimmten Standard zu gehen. Das ist natürlich hochgradig problematisch, ich finde aber den Ansatz spannend und wichtig, einfach das anzuerkennen. Das sind kollektive Probleme, die müssen auf einer kollektiven Ebene gelöst werden. Und da sehe ich im Moment zwei Instrumente. Zum einen Regulierung, das ist natürlich eine kollektive Lösung, weil die für alle gilt. Oder sowas wie Kollektivverhandlungen, wo eben eine Gruppe von Unternehmen, beispielsweise aus dem Sektor, gemeinschaftlich mit Gewerkschaftspartnern auch gewisse Mindeststandards setzen. Mhm.
man sagt ja über das Lieferkettengesetz oder die Konzernverantwortung auch, es geht jetzt nicht nur darum, dass man Unternehmen strafen für unverantwortliches Handeln, für Menschenrechtsverletzungen und so weiter gibt, sondern es geht vor allem auch darum, dass die Betroffenen zu Entschädigungen kommen. Also das trifft vor allem so ökologische Probleme eben oder wenn Wasser verunreinigt wird und so weiter. Das könnt ihr vielleicht mal schildern, Julia, vor allem, wie das genau ausschauen könnte? Ja, gerne. Also wir haben in unserem Vorschlag jetzt, in unserem Antrag zwei Punkte geregelt. Einerseits eben, was wir schon besprochen haben, dass es wirklich eine Sorgfaltsuntersuchungspflicht gibt. Also jedes Unternehmen, das dann zum Beispiel in Österreich ein Produkt verkauft oder auch eine Dienstleistung anbietet, muss die eigenen Lieferketten überprüfen. Und es gibt dann nicht nur die Pflicht, das zu untersuchen, sondern auch die Sorgfaltspflicht. Also wenn klar ist, dass entlang der Lieferkette irgendwo Probleme entstehen, dann muss das Unternehmen und ist in Verantwortung dagegen vorzugehen. Passiert das dann nicht, muss ganz klar strafrechtlich dann geregelt sein, dass Strafen zu zahlen sind. Bis hin zu, ja, das ist die Frage, wie weit geht man, aber natürlich auch Produktverbote bis hin dazu, ist das denkbar. Und das Zweite ist aber der zivilrechtliche Schutz. Also da geht es darum, dass die Menschen, die ausgebeutet werden, auch die Möglichkeit bekommen, vor unseren, vor österreichischen Gerichten zu klagen. Das ist der zweite ganz große Teil. Klar muss immer sein, Ausbeutung vor Ort schafft man nur gemeinsam solidarisch im Kampf mit den Betroffenen auch vor Ort. Und das, auch das muss ein Lieferkettengesetz liefern. Und da geht es dann natürlich auch darum, dass wir darüber sprechen müssen, wie leicht ist es denn überhaupt, so eine Klage einzubringen? Ja, wenn ich jetzt irgendwo in Bangladesch, das Beispiel hatten wir vorher, ausgebeutet werde, wie leicht geht das da vor einem österreichischen Gericht eine Klage einzureichen? Also da werden wir auch über Unterstützungsleistungen natürlich sprechen müssen. Aber um es vielleicht positiv abzuschließen, es gibt ja in Frankreich, das habe ich schon angesprochen, schon ein Gesetz und da gibt es jetzt auch schon erste Klagen. Das heißt, das sind Schritte in die richtige Richtung. Da müssen wir aufbauen und das muss Teil eines solchen Gesetzes sein. Und vielleicht nur noch ein Satz, weil vorher, Patrizia, du hast die Wasserverunreinigung angesprochen. Willst vielleicht deshalb, weil es ganz ein aktuelles Thema ist, dass beispielsweise für den Lithiumabbau eben so viel Wasser verunreinigt wird. Und warum ist das wichtig? Weil wir für ebenfalls wieder im Kampf gegen die Klimakrise ganz viel E-Mobilität, ganz viel in diese Richtung gehen. Das ist ein Teil, den werden wir brauchen. Das heißt, hier wird der Bedarf nur noch steigen. Das heißt, diese Nachfrage, die wird in der Zukunft noch viel wichtiger sein. Und wenn wir also auch diese Fragen der Digitalisierung, der Klimakrise bekämpfen wollen, dann brauchen wir hier sichere Lieferketten, sonst gehen wir in Zukunft nur noch quasi proportional noch mehr in die verkehrte Richtung. Und dann noch ein Punkt, beim Lithiumabbau gibt es mittlerweile schon verschiedene Verfahren. Da gibt es eines, das braucht sehr viel Wasser, wo wirklich auch für die lokale Bevölkerung schon die Wasserversorgung quasi in Gefahr ist. Und dann gibt es aber auch schon andere Verfahren, wo das nicht der Fall ist und wo man auch aber dafür teurer produzieren müsste. Das heißt, es ist wie so oft eine Frage des Profits. Es ist nicht die Frage der Möglichkeit. Da gäbe es technologisch schon viele Alternativen. Aber es ist eben immer die Frage der Profit von einigen wenigen, der dann aber über die Probleme der großen Allgemeinheit, die darunter leidet, gestellt wird. Und deshalb braucht es für die lokale Bevölkerung, wo die Ausbeutung passiert, die Möglichkeit, das einklagen zu können. Wenn ich darf, würde ich da direkt anknüpfen mit dem Hinweis, was wir in Europa sozusagen als Parlament, als Position gefunden haben. Ich finde, das würde ganz gut passen. Ich kann mich leider nicht melden, deswegen muss ich reinreden. Ja, ist das okay? Ja, bitte, gern. Okay, wie ich in der Einleitung ja schon mal kurz gesagt hatte, wir haben wirklich eine generelle Anerkennung zivilrechtlicher Haftung bekommen mit der Beweislastumkehr und verhältnismäßigen Fristen. Das war schon richtig gut. Strittig war dann in der Parlamentsabstimmung wirklich, ob die EU-Sorgfaltspflichten nach EU-Recht auch vor Gerichten in anderen Staaten geltend gemacht werden können, was ja enorm wichtig ist. Und diesen Punkt haben wir auch durchs Plenum bekommen. Das, finde ich, ist zentral, dass man sozusagen die Verpflichtung nach EU-Recht auch in anderen Staaten sozusagen durchklagen können soll. Da
Dann haben einige Abgeordnete versucht, für kleine und mittelständische Unternehmen eine generelle Ausnahme von dieser Haftungsverpflichtung hinzubekommen. Das hat Frau Schüssler ja auch schon richtig gesagt, sozusagen börsennotiert reicht nicht, es müssen auch die kleineren sozusagen sein. Und das ist gut, dass wir im Parlament auch ein deutliches Zeichen gesetzt haben. Da haben wirklich 460 Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass es diese weitestgehende Ausnahme nicht geben darf. So, dann mussten wir allerdings ein Zugeständnis machen, um die Konservativen sozusagen mit an Bord zu bekommen. Und das ist bedauerlich, finde ich. Aber im Vergleich zu den anderen Dingen, die wir bei der Haftung bekommen haben, dann noch irgendwie zu verkraften. Der Zugang zu EU-Gerichten für Angehörige von Nicht-EU-Staaten, das haben wir nicht bekommen. Das ist etwas, was wir in dem gesamten Kompromisspaket sozusagen haben fallen lassen müssen. An dem Punkt sozusagen mussten wir Zugeständnisse machen. Auch was die, und das wurde, hat Julia gerade angesprochen, was die Einforderung der Klimasorgfaltspflichten angeht. Da war der Report von meiner Kollegin Lara Wolters noch deutlich stärker. Das Gleiche gilt auch für die Gender-Dimension. Das wurde dann von den hier Konservativen tatsächlich wegverhandelt. Also, der Vorschlag im europäischen Kontext ist, glaube ich, gut. Er hat zwei, drei kleine Schwächen an der Stelle. Aber wir wollen mit dieser Richtlinie wirklich erstmal sicherstellen, dass Unternehmen keinen Wettbewerbsnachteil im Binnenmarkt haben, wenn sie sich um Rechte und gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen einsetzen oder dafür einsetzen. Und ich finde, das ist fair gegenüber der Menschen, die produzieren, aber auch gegenüber von Unternehmen, die jetzt schon dafür sorgen, dass es vernünftige Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen gibt. Und insofern glaube ich, dass wir mit dem Aufschlag im Parlament hier einen guten Punkt wirklich hinbekommen haben und hoffen, dass das die Kommission jetzt nicht komplett verwässert. Aber da werden wir sehr genau drauf schauen. Ich habe da noch eine Nachfrage zu Deutschland, weil genau bei dieser zivilrechtlichen Haftung, das hat ja in Deutschland, ist dann rausverhandelt worden, glaube ich, von Wirtschaftsvertretern. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, also Ecke Schüssler oder Timo, weil genau, das ist ja eigentlich der ein zentraler Punkt auch, dass ich mich dann an irgendein Gericht wenden kann und das einklagen kann. Ja, es ist rausverhandelt worden. Ich meine, ich bin auch keine Juristin, aber so wie ich das Gesetz verstehe, gibt es natürlich doch die Möglichkeit für Vertreterinnen, also vor allem NGOs oder Gewerkschaften, die Rechte der Betroffenen einzuklagen, vor allem vor ausländischen Gerichten. Also das ist explizit schon so vorgesehen, dass es da einen Einklagbarkeitsmechanismus gibt, auch wenn es keine zivilrechtliche Haftung gibt. Und insofern mit all dem Gegenwind, auch was das Gesetz auch in Deutschland bekommen hat, finde ich, sind da doch ein paar ganz wichtige Pflöcke drin, ne? Also es ist von der Reichweite her, vor allem mit diesem Stufenplan, größer als das französische. Es hat wirklich sehr umfassend die verschiedenen menschenrechtlichen Aspekte mit berücksichtigt, auch Umweltaspekte in einem geringeren Ausmaß. Und es hat Überwachungs- und Sanktionsmechanismen, was ja auch der Modern Slavery Act zum Beispiel überhaupt nicht hat. Also es gibt diese Bundesbehörde, die das überwachen soll. Es gibt diese Möglichkeit für Vertreterinnen der Betroffenen, das einzuklagen. Es gibt Sanktionsmechanismen wie beispielsweise den Ausschluss von der öffentlichen Beschaffung, wenn da Verletzungen auftreten. Und damit, finde ich, sind da doch einige wichtige Pflöcke erstmal drin. Natürlich ist das, was jetzt für das europäische Gesetz vorgestellt wurde, noch viel umfassender, noch viel besser. Aber ich möchte das jetzt auch nicht so schlecht reden, den deutschen Vorstoß. Noch eine Ergänzung vielleicht dazu, weil es wirklich ein harter Kampf war, gerade auch für unseren Arbeitsminister von der SPD zusammen mit dem Entwicklungsminister von der CSU gegen den Wirtschaftsminister der CDU und wirklich mit allen Bandagen. Und wir haben die finale Abstimmung in der vorletzten Plenarwoche im Bundestag gehabt, vor den Bundestagswahlen. Und die Union war sich nicht zu schade, immer wieder damit zu drohen, dass sie das Lieferkettengesetz am Ende doch noch scheitern lassen. Sie haben das als Erpressungsinstrument eingesetzt, um andere Vorschläge durchzubekommen. Das zeigt, wie wahnsinnig wenig Lust die insbesondere die CDU auf dieses Gesetz hat.
Und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, das, was durchgesetzt wurde, wirklich sehr, sehr gut und lag auch wirklich daran, dass Hubertus Heil sich da mit jeder Faser sozusagen eingesetzt hat. Ja, die Haftung ist nicht so stark ausformuliert, wie es das im europäischen Gesetz ist, aber es gibt immerhin diese Kollektivvertretung durch Verbände, die sehr wichtig ist. Und es gibt vor allen Dingen auch die Pflicht, auf begründete Hinweise zu reagieren, auch wenn Verstöße weit vorne in der Lieferkette auftauchen. Die Anwendung des deutschen Rechts vor den Gerichten in den anderen Ländern gibt es hingegen nicht. Also das ist tatsächlich auch ein Unterschied zu dem, was wir auf europäischer Ebene rausverhandelt haben. Und tatsächlich auch nochmal der Hinweis, ich kann das nur unterstützen, was Frau Schüssler gerade gesagt hat, die Verwaltungssanktionen sind ein wichtiger Schritt und geben damit auch sozusagen dem Gesetz die Zähne, die sonst gerne fehlen. Ich hätte jetzt noch mal eine abschließende Frage in die Runde. Wenn ihr glaubt, dass das europäische Lieferkettengesetz jetzt gut gelingt und nicht von Konzernlobbyisten oder konservativen Kreisen irgendwie verwässert wird und wenn es auch gute nationale Regelungen gibt, wie glaubt ihr, wird das so über die nächsten 10 Jahre die globalen Arbeitsverhältnisse verändern? Vielleicht kann Timo mit der Frage anfangen, aber gleichzeitig auch für die Zuseherinnen und Zuseher auch dazu sagen, wie so der Zeitplan ist. Nicht? Weil man muss ja sagen, jetzt gibt es einmal einen sehr engagierten, sehr detaillierten Vorschlag des Europäischen Parlaments. Den muss jetzt die Kommission quasi in einen Gesetzesvorschlag gießen. Der Vorteil ist eben, deswegen habe ich es betont, je detaillierter das Parlament, desto weniger leicht kann die Kommission sich leisten, abzuweichen. Das heißt, es ist schon mal ein ganz starkes Stück, was da am Tisch liegt. Aber wann ist da zu rechnen mit einem Vorschlag der Kommission, wenn ich die Frage vielleicht noch dazu hängen darf? Ja, gerne. Fangen wir vielleicht mit dem Zeitplan an. Eigentlich war der Vorschlag für diesen Monat geplant. Wir merken, der ist fast vorbei und wir haben noch keinen Vorschlag. Das liegt damit zusammen, dass insbesondere die DG Grow jetzt sozusagen aufgewacht ist und an dem Vorschlag mitarbeiten möchte. Und wir kommen zu einer zeitlichen Verschiebung. Im Optimalfall werden wir im Herbst den Vorschlag der Europäischen Kommission bekommen, also nach der Sommerpause. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich erst nächstes Jahr wird. Und das liegt vor allem an der wahnsinnig großen Anzahl der öffentlichen Einreichungen. Also dass es ganz, ganz, ganz viele Stellungnahmen gab es. Und tatsächlich hat der Normenkontrollrat, die Europäische Kommission, darf ja nicht einfach einen Vorschlag machen, sondern das läuft immer durch ein Scrutiny Board. Und das Scrutiny Board hat gesagt, so nicht. Es muss nochmal zurück in die Diskussion, in die Kommission, weil die Problemlage, dass es ein Lieferkettengesetz wirklich braucht, nicht ausreichend durch die Europäische Kommission beschrieben worden sei. Das halte ich für kritisch, weil ich glaube, die Problemlage ist klar. Es werden jeden Tag Menschenrechte verletzt. Die Pandemie hat es gezeigt. Am Ende sind es Näherinnen, die darunter leiden, dass C&A, H&M und andere ihre Bestellungen einfach canceln, weil wir aufgrund der Pandemie nicht mehr so viel konsumieren konnten. Und ja, für uns ist schade, dass wir nicht die neueste Sommermode mitgehen können, aber für die Näherinnen bedeutet das, dass sie nichts zu essen haben. Und ich glaube, die Problemlage ist total drastisch. Und das ist dann sozusagen auch meine Antwort. Ja, ich glaube, dass ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene, das für 27 wirtschaftlich starke Länder gilt, dafür sorgt, dass sich global Arbeitsbedingungen verbessern, weil einfach Menschen, die derzeit übersehen werden, keine Rechte haben, ein Instrument an die Hand bekommen, sich zu verteidigen, individuell, aber auch gerade kollektiv. Und wir vor allen Dingen auch dafür sozusagen unserer Verantwortung gerecht werden, dass unser Konsum hier in der Europäischen Union nicht dafür sorgt, dass Menschenleben an anderen Teilen der Welt verletzt werden. Also ja, ich bin da sehr optimistisch und deswegen wird das Gesetz auch so bekämpft. Und am Ende wird es eine ganz klare Auseinandersetzung geben pro Unternehmen, das vermute ich bei den Konservativen, oder pro Menschenrechte, pro Klimaschutz, pro ArbeitnehmerInnenrechte. Und da sehen wir ganz klar auf der progressiven Seite des Parlaments die Mehrheiten für. Ja, wenn ich da vielleicht noch
ergänzen darf. Oder Frau Herr, wollten Sie zuerst? Ich sehe gerne irgendwie. Sie, gerne Sie. Ja, okay. Ja, Entschuldigung, Sie sehen uns ich nicht. Ich sehe leider keine Videos, deshalb bin ich so ein bisschen Ach so. Im luftleeren Raum. Ich weiß nicht warum. Ja, ich meine, die Frage, was wird sich verändern? Ich finde, es gibt ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario. Optimistisch finde ich einfach ganz wichtig, dass sich mal auch so global betrachtet der Diskurs wieder verschoben hat. Also vielleicht auch wieder aus der wissenschaftlichen Studie gesprochen. Meine Mitarbeiterin im Projekt, Nora Lohmeier, die hat sich mal so den Corporate Responsibility Diskurs auch aus so einer historischen Sicht in Deutschland vor allem, aber auch in Europa angeschaut und konnte das sehr gut nachzeichnen, wie es einfach so eine Verschiebung gab ab den 90er Jahren hin zu dieser Business Case Argumentation. Also das verantwortliches Verhalten muss sich lohnen, ganz instrumentell. Und ich finde, jetzt hat sich das verschoben hin wieder zu einer moralischen Verpflichtung letztendlich. Das hat ja auch Minister Müller in Deutschland beispielsweise ganz stark gemacht. Das fand ich ganz, ganz interessant bei ihm. So dieses, wir können das jetzt einfach nicht mehr akzeptieren, dass da Kinderarbeit in unsere Produkte gehen. Und auch dieser rechtliche Aspekt, der wieder was anderes ist. Ne? Das muss sich nicht lohnen, sondern es gibt einfach bestimmte Grundrechte, die müssen eingehalten werden. Und das gibt diesen Shift gibt es sowohl in Bezug auf die Menschenrechte als auch natürlich in Bezug auf die Klimathemen. Und das finde ich jetzt erstmal sehr wichtig und könnte mir schon vorstellen, dass jetzt positiv gedacht, wenn auch von mehreren Seiten quasi dieser Druck kommt, es gibt den moralischen Druck auf der einen und die rechtlichen Standards auf der anderen, dass dann doch mehr Unternehmen das ernster nehmen. Und es gibt ja auch jetzt aus der Bekleidungsbranche zumindest gesprochen, es gibt ja Initiativen, es gibt ja Ansätze, es gibt ja willige Unternehmen, die sich da zusammenschließen und mehr wollen. Und die scheitern aber immer wieder daran, dass sie halt nur eine Handvoll Unternehmen sind. Und wenn man davon ausgeht, dass jetzt doch mehr Unternehmen das einfach ernst nehmen müssen, wirklich die Prozesse, die jetzt schon angestoßen wurden, weiterverfolgen, die Risikoanalysen und so weiter, könnte ich mir eben schon vorstellen, dass es dann zu einem Anheben kommt. Pessimistisch gesprochen kann es natürlich so aussehen, dass die Gesetzesvorstöße doch ausgehöhlt werden, dass es nur für eine begrenzte Anzahl von Unternehmen gibt, dass immer irgendwelche Schlupflöcher gefunden werden können und dass doch dieser Race to the Bottom irgendwie weitergeht. Das muss ich einfach zeigen, aber ich bin im Moment eher auf der postoptimistischen Seite. Ja, dann schließe ich an. Ich bin auch auf der optimistischen Seite, nicht weil ich glaube, dass der Vorschlag nicht noch verwässert werden wird. Vielleicht passiert das, vermutlich wird das passieren, aber trotzdem, und ich glaube, das hat Timo vorher angesprochen, haben wir dann erstmals Unternehmen, die in Verantwortung für ihre Lieferketten sind. Nicht mehr, na, das geht mich nichts an, na, das ist doch mein Zwischen. Es ist eine Trendumkehr. Wir haben dann erstmals für all diese Menschenrechtsverbrechen auch quasi Verantwortung bei den Unternehmen gesetzt. Und das als solches ist, wenn wir das durchbringen, ist ein ganz großer Schritt. Und da muss man auch dem EU-Parlament und alle, die sich da, Andi und der Timo, einsetzen, dass wir hier so eine Regelung schaffen, wirklich dankbar sein, weil das ist ein erster wichtiger Schritt. Und ausbauen wird man das dann immer noch können. Das heißt, ich sehe es positiv. Und auch die Debatte während der Corona-Zeit hat ja schon dazu geführt, ich meine, wir hatten eine absolute Krisensituation. Und also in Österreich jetzt zum Beispiel konnten wir uns nicht selbst mit Masken versorgen, mit Beatmungsgeräten. Da hat man schon gesehen, wie stark die Abhängigkeit von diesen Lieferketten auch ist und dass man manches vielleicht schon in Frage stellen sollte, dass man auch regionale Produktion wieder andenken sollte, dass es nicht immer das Klügste ist, so große Lieferketten zu haben, eben auch allein wegen den Transportwegen, die zurückgelegt werden, allein wegen der CO2-Belastung, die dabei entsteht. Also ich denke schon, dass hier auch durch diese Pandemie ein starkes Bewusstsein für Lieferketten geschaffen wurde und auch in der Bevölkerung. Und das ist der letzte Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte, ja, ein unglaublicher Support da ist. Niemand will Produkte kaufen, wo andere Menschen dafür leiden mussten, ausgebeutet wurden, wo wir wissen, damit brennen wir unseren Planeten nieder. Da ist wirklich die Zustimmung in der Bevölkerung so groß. Das hat jetzt auch unsere Debatte rund um unseren Antrag im Parlament gezeigt, dass wir da ja die Mehrheit hinter uns haben. Das ist immer ein guter Garant dafür, dass man es dann auch ins Trockene bringen kann. Hoffe ich, ja. Ja, wenn ich mich vielleicht auch noch
da einreihen darf. Ich glaube erstens mal, es muss Schluss sein, dass der Konsument und die Konsumentin da immer vorgeschoben wird. Nach dem Motto, der Konsument möchte ja nur billige Produkte und das würde ihm erfüllt. Darum geht es nämlich gar nicht, weil in Wahrheit ist natürlich das Prinzip Mensch oder Konzern, das da entscheidet, nämlich Profit oder Ausbeutung und offensichtlich bis jetzt Ausbeutung. Das Zweite in dem Zusammenhang ist, dass auch die Lösung, man soll einfach bewusster konsumieren, also sprich dort einkaufen, wo fairere Produktion dahinter steht, nicht möglich ist für jeden Konsument, abgesehen davon, dass sehr oft ja auch Schindluder getrieben wird und Falsches behauptet wird. Das Zweite, dass man sagt, die Leute sollen sich einfach vor Ort, die Näherinnen in den bangladeschischen Textilindustrie, sollen sich einfach besser organisieren und quasi gewerkschaftlich für höhere Löhne kämpfen, funktioniert nicht, wenn die Marktmacht auf der anderen Seite der Produzierenden so groß ist, dass sie da den Druck so erhöhen. Das heißt, man muss gesetzlich schauen, dass man genau dort auch die Verantwortung wieder hinbringt. Das machen die nationalen Vorschläge und das wird der europäische Vorschlag, egal in welcher Art und Weise, bringen. Und das, glaube ich, ist der fundamentale, auch wenn man so will, zivilisatorische Fortschritt. Das ist genau das, die Grundidee auch von, wenn man sagt, Global Progressive Forum, nämlich dass die fortschrittlichen Kräfte auf ihren Ebenen dafür kämpfen müssen. Wir im Europäischen Parlament, dass es ein Lieferkettengesetz gibt, die Gewerkschaften dann vor Ort dieses Lieferkettengesetz auch nehmen als Chance, dass sie für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Absicherung auch letztlich kämpfen. Das heißt, ich glaube, am Schluss wird es ein Schritt sein. Es werden aber noch weitere folgen müssen, denn es ist ja nicht so, dass das die Welt dadurch gleich sofort besser wird, aber es ist ein Zeichen, dass wir die Verantwortung, die wir haben, auch übernehmen, nämlich dass wir sagen, wenn wir als Europäer eigentlich nicht schmutzig, unethisch produzierte Ware haben wollen, dass wir dann auch selbst was tun müssen und nicht nur sagen müssen, wir wünschen es uns, sondern da muss man eben auch Gesetze machen. Und dieses Gesetz ist genau so eins. Oder wenn man auch will, die Umsetzung dieses politischen Slogans Mensch statt Konzern, eben dass hier ein Stück weit mehr Menschlichkeit und weniger Profitinteressen zum Durchbruch kommen. Ja, dann danke ich euch allen für die Diskussion. Ich glaube, das war sehr, sehr interessant und hat gute Einblicke gegeben. Ich drücke die Daumen, dass es gut gelingt auf europäischer Ebene, aber auch, dass es in Österreich Fortschritte gibt und wünsche euch einen schönen Mittag. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Okay. Danke. Tschüss. Dankeschön. Thank you.